Unsere Smartphones sind ja quasi nicht mehr wegzudenken. Gerade in urbanen Gegenden nutzen wir das Handy gerne auch, um Wartezeiten und zeitintensive Wegstrecken zu überbrücken. Dies sollte aber sehr bedacht gemacht werden. Lenken uns die Inhalte zu sehr ab, kann es zu peinlichen und aber auch gefährlichen Situationen kommen. Eine peinliche Situation kann sein, wenn ich eine U-Bahn-Station verpasse oder gar meine Sachen außer Acht lasse. Ich bin quasi Freiwild für Betrüger und Diebe. Die Langfinger erkennen genau, wenn ich abgelenkt bin und nutzen diese Situation schamlos aus. Gefährlich wird es, wenn ich akustisch und visuell so in meinem Smartphone vertieft bin, dass ich Gefahrensituationen, beispielsweise im Straßenverkehr, nicht wahrnehme oder falsch einschätze. Dies kann zu Unfällen und damit einhergehend Verletzungen, in besonders schlimmen Fällen zum Ableben führen. Weniger schlimm sind Situationen, in denen ich einfach durch mein egoistisches Verhalten unsozial auffalle. Auch das gilt es aus Respekt den anderen gegenüber zu vermeiden. Mit simplen Regeln kann man all dies unterbinden. Ab und an sein Umfeld sondieren, im Straßenverkehr definitiv nicht aktiv aufs Handy schauen. Lieber zur Seite gehen und im Stehen die Aktion abschließen. Dies gilt auch für Kopfhörer. Sind sie zu laut, nehme ich mein Umfeld nicht wahr. Rücksicht auf andere nehmen, denn keiner mag als Egoist punkten.